Ländern, vor allem die Leute zurücknehmen müssen. Wir können die ja nicht irgendwo mit einem Fallschirm abwerfen. Naja, deswegen ist das dänische Modell eben das bessere. Deswegen müssen also die Anreize reduziert werden, hierher zu kommen. Dänemark diskutieren wir auch sofort. Wir sind jetzt bei festhalten Jens Spahn, der vorgeschlagen hat, bei der Abschiebung auch zu physischer Gewalt zu greifen. Der entscheidende Schlüssel ist die Begrenzung des Zuzuges irregulärer Migration. Das heißt auch, ja, natürlich, wie man es an anderer Stelle auch macht, auch mit physischer Gewalt gegebenenfalls irreguläre oder einfach Migrationsbewegungen aufzuhalten. So machen wir es am Flughafen ja auch. Irreguläre Migration aufhalten mit physischer Gewalt, Notfall, so machen wir es am Flughafen ja auch. Herr Spahn, das klingt für viele nach AfD. Dabei ist es einfach eine ganz normale Selbstverständlichkeit. Wenn Sie am Flughafen durch die Passkontrolle... Also physische Gewalt heißt... Jetzt warten Sie doch mal. Sie haben mich gefragt, ich beantworte kurz. Wenn Sie am Flughafen durch die Passkontrolle rennen, werden Sie, hoffentlich sage ich jedenfalls, sonst macht das ja alles wenig Sinn, aufgehalten. Wenn wir in Bulgarien, Rumänien an der östlichen Grenze der Europäischen Union, des Schengen-Raums, Mauern bauen, Zäune bauen, dann geht es darum, Menschen physisch aufzuhalten. Wenn Menschen, die Europäische Union nicht betreten dürfen, der rechtliche, wofür machen wir Passkontrolle am Flug? Wenn Menschen sie nicht betreten dürfen, muss man sie davon abhalten. Ja klar, aber das ist doch damit löst man das Problem ja auch nicht. Warum sagen Sie sowas in einer so politisch aufgeheizten Situation? Ich verstehe ehrlicherweise, ich wundere mich über die Debatte an der Stelle. Können ich sie? Halte das Normalste für das Normalste der Welt, dass ein Staat oder eine Staatengemeinschaft in der Lage ist, die Grenze zu kontrollieren. Und dazu gehört auch an der Grenze zu sagen, jemand, der nicht das Recht hat, den Schengen-Raum zu betreten, jemand, der nicht das Recht hat, Deutschland zu betreten, je nachdem, wo Sie es sehen wollen, der wird davon abgehalten, das zu tun. Das ist ganz normales staatliches Handeln. Und wenn wir anfangen, Aussagen über normales staatliches Handeln zu skandalisieren, wenn wir da überall Tabus aufstellen, dann sind wir natürlich irgendwann die Debatte auch schwierig, wenn man einfach nur Realität beschreibt. Sie sind jetzt